Mitgefühl, Feingefühl oder Einfühlvermögen. Diese Begriffe beschreiben Empathie. Doch was bedeutet Empathie genau? Diese Fähigkeit meint, dass sich eine Person in die Lage anderer Personen hineinversetzen und ihre Gefühle nachvollziehen kann. Aber wusstet ihr, dass Empathie sich in zwei Arten aufteilt? Und zwar einmal die emotionale und die kognitive Empathie. Die emotionale Empathie ist, wie das Wort schon beschreibt, die Fähigkeit, auf emotionaler Ebene nachzuempfinden, was andere in ihrer Lage durchmachen. Die kognitive Empathie hingegen bedeutet nicht nur, sich in die Lage der betroffenen Person hineinversetzen zu können, sondern auch die Situation des Betroffenen ändern zu wollen und ihr eine Hilfestellung anzubieten, um ihre Situation zu verändern. Dabei werden die Gedanken, Ansichten und die Motive anderer erkannt. Erst im Rahmen der emotionalen Empathie kommt die kognitive Empathie zum Einsatz. Beispielsweise war jeder bereits mindestens einmal in seinem Leben krank. Wir hatten alle einmal mit Fieber, Schnupfen, Husten oder Ähnlichem zu kämpfen. Was für ein unangenehmes Gefühl das ist, kennen wir nur zu gut. Man fühlt sich unwohl oder auch körperlich beeinträchtigt. Krank, hilflos und eingeschränkt. Wie sollten wir uns nun dabei verhalten, wenn sich ein Familienmitglied oder ein Freund in solch einer Lage befindet? Reicht es, wenn wir nur wissen, wie schwer es die Person hat? Oder könnten wir dagegen etwas unternehmen, um der Person zu helfen? Lasst mich euch dazu bitte eine Geschichte erzählen. Einst saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeinsam mit den Gefährten in der Masjid. Ein alter, armer und bedürftiger Mann kam herein. Er sah sehr mitgenommen und schwach aus. Dieser Mann sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, ich habe Hunger, bitte gib mir etwas zu essen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erkannte die Angelegenheit des alten Mannes sofort. Er beauftragte einen der Sahaba, bei sich zu Hause nachzufragen, ob es etwas zu essen gäbe. Als der Sahabi wieder zurückeilte, sagte er: Ya Rasulullah, bei Allah, ihr habt nichts zum Essen da. Daraufhin fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Runde: Wer von euch ist in der Lage, meinen Bruder für heute aufzunehmen und sein Essen mit ihm zu teilen? Unter der schweigsamen Menge hatte sich ein Mann gemeldet. Es war Abu Talha radiallahu anhu. Er war bereit, den alten Mann bei sich aufzunehmen. So gingen die beiden zu ihm nach Hause. Die Frau von Abu Talha, Sulaim, war gerade dabei zu kochen. Der Gast nahm bereits Platz. Und Abu Talha radiallahu anhu fragte heimlich seine Frau, was es zu essen gibt. Die Frau erwiderte: Wir haben gerade einmal so viel Suppe, dass es für die Kinder reicht, die seit 2 Tagen nicht zu essen haben. Daraufhin sagte Abu Talha radiallahu anhu: Es sind nur Kinder. Leg sie zum Schlafen hin und sie werden schon ihren Hunger vergessen. Aber der Gast soll insha'Allah satt werden. Und was werden wir machen, fragte die Ehefrau. Abu Talha schlug vor: Ich werde die Kerzen ausblasen, so dass der Gast uns schwer sehen kann. Dabei werden wir aus leeren Tellern essen. Aber unser Gast wird sein Essen verzehren können. Also aßen Abu Talha und Sulaim aus ihren leeren Tellern. Aber der Gast war gesättigt und zufrieden. Am nächsten Morgen ging Abu Talha mit dem alten Mann in die Masjid. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah ihn und war erfreut. Er fragte ihn euphorisch: Ja, Abu Talha, was ist gestern Abend geschehen? Was ist geschehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir Jibril entsandte und mir die folgenden Worte vorlas? Und sie bevorzugen andere vor sich selbst, auch dann, wenn sie in Not sind. Und wer vor dem Geiz seines Egos geschützt wird, diese sind die wirklich Erfolgreichen. Abu Talha antwortete: Ja, Rasulullah, der Gast hat gegessen. Wir dagegen taten so, als würden wir mitessen. Subhanallah, dieser Sahabi hat sich das Problem des alten Mannes zu eigen gemacht. Er hat die Bedürfnisse eines alten Mannes vor seine eigenen gestellt. Auch vor die Bedürfnisse seiner Frau und seiner Kinder. Denn er und seine Frau konnten es nachempfinden, wie es ist zu hungern und nicht zu essen zu haben. Auch wir könnten der Umma einen Beitrag leisten, indem wir an sie denken und nachempfinden, was sie durchmachen, wenn sie eine schwere Zeit haben. Die Sorgen eines Muslims sollten ebenfalls unsere Sorgen sein. Die Last eines Muslims sollte uns ebenfalls belasten. Die Probleme eines Muslims sollten uns ebenfalls bedrücken. Da wir alle schon einmal krank waren, sollte es nicht ausreichen, dass wir ihre Lage emotional spüren, sondern auch ihre Situation nachempfinden. Wenn sie von einer Krankheit betroffen sind, sollten wir ihnen, wenn möglich, helfen, gesund zu werden oder sie zumindest anderweitig unterstützen, indem wir sie besuchen gehen
ihnen ihre Medikamente besorgen und selbstverständlich Dua für ihre Heilung sprechen. Die emotionale Empathie ist keine hohe Kunst. Sie ist bei jedem verankert und bedarf keiner besonderen Anstrengung. Die kognitive Empathie hingegen erfordert Mühe und Einsatz. Aber für uns als Muslime sollte es eine Mühe sein, die wir liebend gerne annehmen. Denn vergiss nicht, Allah subhanahu wa ta'ala vergisst keine einzige Tat, sei es sogar ein Lächeln. Und auch du könntest einmal eine schwere Zeit durchleben. Wie sehr würdest du dir da eine helfende Hand wünschen?